gestatten, das ist Archie. Der humanoide Roboter wurde am Dienstag in der Technischen Universität Wien vorgestellt. Die menschenähnliche Maschine soll dazu beitragen, dass Roboter das Leben bald ähnlich revolutionieren wie der PC. Die Entwickler des kanadisch-österreichischen Projekts wollen mit Archie eine besondere Gratwanderung meistern. Der zukünftige Freund des Menschen soll Hightech sein und dennoch bezahlbar bleiben und sich qualitativ klar von den bisherigen Spielzeugrobotern unterscheiden. Endziel ist es, etwas Bezahlbares zu entwickeln, was sich sehr wohltuend von diesen Spielzeugen unterscheidet. Und wie gesagt, Fernziel, Unterstützung des Menschen im täglichen Leben. Archie, der 15.000 bis 20.000 Euro kosten soll, soll zu einem echten Gefährten für den Menschen werden. Zum Beispiel können sich die Entwickler den Humanoiden als Butler vorstellen. Ich sage ihm, danke, komm Archie, jetzt bringt mir viel Rotwein. Nicht? Wird mich Archie aus seinen Roboteraugen ausschauen und wird sagen, du Chef, du weißt, Onkel Doktor, Rotwein verboten, ich kann da Cola bringen mit oder ohne Eis. Allerdings ist der gute Archie deutlich sichtbar, erst zu 40% fertig. Überhaupt präsentierte sich der Roboter eher unpässlich. Außer Piepen und ein paar Zuckungen in den Unterschenkeln bekamen die anwesenden Journalisten nicht viel zu sehen. Jetlag wurde als Grund angegeben. Schließlich ist Archie eben erst aus Kanada wiedergekommen. In 2 Jahren soll der Roboter aber fertig sein.